So. Wir kommen. Achso, das siehst du, das Bild hier kann ich löschen. Das ist aus dem anderen Let's Play entstanden. Beziehungsweise ich verschiebe es einfach mal in meinen Home-Ordner. So. So. Ja. Ich wollte euch vorstellen, die Abort-Mod. Ich will auch die ersten Kisten updaten auf breitere Kisten. Kann ich das eigentlich gleich machen? Gut. Dann gehen wir also bei der Folge wahrscheinlich doch noch nicht gleich, sondern ich glaube mal, die Folge brauche ich dann alleine hierfür schon. Wobei, das geht eigentlich relativ fix. So. War dann? Haben wir jetzt alle Kisten? Ach, ich will noch einer. Ich wollte gerade sagen, 28, was ist das für eine... 27, was ist das für eine komische Zahl? So, bam, bam. Wow, wollte gerade sagen. Was ist jetzt los? So. Ach ja, ich muss mich ja mit der Q-Taste aufhalten. Hier haben wir wieder diese Invisibility-Mod drin. Wisst ihr was? Komm, ganz ehrlich. Ach ja, er bringt da gar nicht. Hä? Hey, muss mal ganz kurz gucken. Revoke. Brief. Oh, nix. Gott, ich habe hier echt alles an Briefs. Interessant. Ebenfalls, das mit dem Revoke hat irgendwie nicht funktioniert. Jetzt. Bam. So kann ich jetzt immer noch benutzen. Jetzt geht es nicht mehr. Aber wieso hat es denn früher nicht funktioniert? Oder habe ich es früher gar nicht probiert? Hä? Bin ich jetzt bescheuert? Brauche ich einen Arzt? Halt. Das war falsch. Jetzt kann ich wieder wenigstens wieder diese Schleichtaste benutzen. Wieso kam ich ja nicht früher darauf? Ich bin so bekloppt. Ich möchte sterben. Das sind so die Momente, wo man an seiner eigenen Intelligenz zweifelt. Okay. Fertig. Jetzt haben wir hier mal große Kisten. Geil, Omato. Genau so soll das sein. Und wie man schon sieht, es gibt diese großen Kisten halt auch als abgeschlossene Kisten. So. Okay. Wegen der Ward Mod. Da gibt es jetzt, wie gesagt, so verschiedene Sachen und da können wir mal kurz die Liste durchgehen. Schatzmeister. Achso, was vielleicht noch wichtig zu erwähnen wäre, es gibt von manchen Sachen halt mehrere, je nachdem. Beispiel wäre zum Beispiel. Ja, zum Beispiel. Gutes Beispiel. Ah, egal, guck mal bitte. So, Schatzmeister, fertigen Sie eine für F15 Truhen an. Ja genau, die temporäre, die wir angefangen haben. Das werden wir jetzt wahrscheinlich im Zuge des Monstersuchen da auch machen. Bauen Sie einen beliebigen Block ab, während er sehr nah an einem Lava steht. Das heißt also, wir müssen selber direkt neben Lava sein, während wir etwas abbauen, was auch nah an Lava ist. Oder nee, was ist das? Ach nee, nur der Block muss nah an Lava sein. Och, das geht ja schnell. Feine Lande. Ja, verdrückt jetzt den Strauch ab. Haben wir auch schon längst gemacht. Haben wir ja da hinten in der Wüste gemacht. Präfekturerkunde, bauen sie etwas Gras ab. Können wir gleich mal direkt machen. Yay!
Aber irgendwo, ja, da habe ich vertrocknetes Gras. Geile Motto. Haha. Ferne Lande. So, damit haben wir schon mal die ersten beiden. Gletscherkunde, Eiserbone. Warum? Dschungelerkunde, Wüstenerkunde. Ist überall immer nur eins? Ein sehr simpler Schneemann. Platzierung sieht 12 Schneeblöcke. Ja, das haben wir auch. Schmelzer, fertigen die 10 Öfen. Na gut, ich glaube, das werden wir nie machen. Warum, für was brauchen wir 10 Öfen? Außer wir wollen irgendwas sehr viel. Also brauchen wir irgendwas sehr viel in sehr kurzer Zeit. Ah, das ist ja Goldform. Und hier sieht man, wie gesagt, das ist immer praktisch Stufe 1. Deswegen gibt es hier einen so einen Punkt. Es gibt dann auch noch später Sachen, die haben denn dann, wisst ihr hier, mehrere Punkte. Und da geht es dann hoch bis, glaube ich, 4 Punkte. Genau, bis 4 Punkte. 25.000 Blöcke platzieren. Eieieiei. 10.000 Blöcke, 5.000 Blöcke, 1.000 Blöcke. Und es ist natürlich so, dass es immer angerechnet wird. Heißt also, wenn man das hier bekommen hat, dann ist hier schon bis 5.000 aufgefüllt. Heißt also, man muss nur noch die weiteren 5.000 machen. Beziehungsweise hier die restlichen 15.000. Setzt also sich natürlich nicht immer wieder zurück. Von Obsidian besessen. 50 Stück. Na gut, gucken wir mal durch. Also, Wüstenerkunde, Erstattag im Wald, kennen wir, ist ja relativ easy hier. Landwirtschaft erkunden. Wow, ich bin ein Diamanten. Lol. Im Verlies. Achso. Cobblestone, ja gut, wächst ja auch unter Wasser, hat ja nichts unbedingt mit Dungeon zu tun. Licht an, platzieren Sie 100 Fackeln. Stockmacher sind einfach nur 100 Stücke. Mamesefund ist auch geil, müssen wir auch mal suchen. Definitiv. Dann Holzfäller. Härtester Block der Welt. Fertigen Sie einen Diamantenblock. Ach so, anfertigen, nicht abbauen. Ja, eben kann man überhaupt abbauen. Weil bei Mese weiß ich da, die tauchen auch als Blöcke auf, ab einer bestimmten Tiefe. Aber Diamantenblöcke glaube ich auch. Von Diamanten gibt es auch Blöcke. Zumindest gab es früher, kann aber sein, dass ich das mittels einer Mod hinzugefügt hatte. Ich war mir sicher, dass man auch Diamanten als Blöcke irgendwo ab einer bestimmten Tiefe hat. Wie gesagt, auf jeden Fall ist es bei Mese so. Mese gibt es halt auch als Blöcke. Und Diamanten glaube auch. Keine Bäckerei. Bücherei. Lava und Wasser. Bauen Sie erst das Obsidian ab. Die Namen sind so ein bisschen episch. Berganfänger. Das ist ja Witz. Sehr gute Beleuchtung. Ja. Das hatte ich gleich direkt bekommen, als ich hier mit meinem Hotel angefangen hatte. Bankier. Fertigen Sie 30 abgeschlossene Truhen an. Leckere Pilze. Fertigen Sie 4. Ach, Scheiße. Na gut, diesen Award kriegen wir wahrscheinlich niemals, weil. Ja. Ja, wie gesagt, wir haben ja mittlerweile eine Tasche. Und ich glaube nicht, dass wir die zurückbauen können, nur um sie dann nochmal anzufertigen. Ich glaube, das. Achso, halt, mach den da. Ich glaube, das geht nicht. So. Ne, kann man nicht zurückbauen. Na gut, von daher bleibt uns der Award also schon mal verwehrt, weil wir brauchen nur noch 3 weitere Taschen. Und ich wüsste nicht, warum wir denn auch eine 4. bauen sollten. Macht keinen Sinn. Von daher. Ja. Rucksacktourist. Dschungelbaby. Achso, siehst du, das ist dann auch schon die erste Steigerung. Ziegler, das werden wir definitiv nie machen, weil, wie gesagt, ich hasse diese Textur. Fortgeschrittener Holz. Was ist das für eine krumme Zahl? Lecker! Äpfel! Essen Sie 80 Äpfel. Naja, erstmal ist mal Brot. Pyroman. Fertigen Sie. Ach, 8 anfertigen. Ich dachte 8 mal benutzen. Fertigen Sie 8 mal ein Feuerstein und Stahl an. Gott, Alter, wozu brauchen wir so viele Werkzeuge? Sandsteinziegel, klar, Pharao. Weil es sie auch nur in Ägypten gibt. Aha, das kriegen wir relativ schnell wahrscheinlich. Hä, hey, wieso? Null? Hä? Ich habe doch gerade schon ein paar Brote gegessen.
Also manche Sachen scheinen wohl nicht ganz so zu funktionieren. Ja, stimmt, mit diesem Essen, das war glaube ich auch so ein Problem, dass da war ich bereits mal auf einer anderen Map, also auf einem anderen Server. Und die hatten auch so eine ähnliche Mod. Oder es war glaube ich auch genau die, aber halt stark angepasst. Und da hat es mit diesen ganzen Sachen, die auf Essen basieren, auch nicht funktioniert. Oh ja. Höhlenbauer. Platzieren Sie noch Steine. Auf dem Weg. Oh ja, mal gucken, ob wir Gleise bauen irgendwann mal. Wahrscheinlich eher nicht 1000 Fackeln. Na, siehst du, ist das schon fortgeschritten? Gut ausgeleuchtet. Digga, ich würde gerne mal wissen, wie die anderen beiden Stufen denn sind. Da brauchst du denn 1 Million Fackeln. Na, Glas brauchen wir eigentlich nicht. Betten. Außenposten. Fertigen Sie 200 Steinziegel. Wow, das ist so sexistisch. Bester Freund der Mädchen. Ab 8 Diamanten. Ah, mit Diamanten kriegst du alle Mädchen rum. Kriegst du direkt alle ins Bett. Bauen Sie 1000 Steine ab. Stickreich. Fertigen Sie 1000 Goldblockstufen. Digga, bin ich Donald Trump oder was? Feldarbeiter. Ja, Krämer werden wir wahrscheinlich auch demnächst dann irgendwann mal bekommen. Pilzfreund. Naja, Pilzfreund wohl eher nicht. Der würde man ja nicht essen. Nächste Wohner. Profi-Holzfäller. Digga, was ist das für eine Zahl? Wo kommt doch solche Zahlen? Ich hätte da einfach 1300 gemacht oder gleich 2000. Lange Leiter. Ja, manche haben echt eine lange Leiter. Oder eine lange Leitung. Industriezeitalter. Stahlleitern. Naja, nee, passt nirgendwo rein von der Optik her. Haus aus Obsidian. Ach so, du musst. Obsidian-Ziegel. Nee. Obsidian-Ziegel. Ich meine, die wirken zwar von der Textur her immer so schön glatt poliert, aber. Ja, nee. Hä? Oh, Übersetzungsfehler. Diamantenerz ist das definitiv nicht. Dschungelmann. Sand, Wachstum, Sternziegel. Von Obsidian besessen. Ah, kann vielleicht so eine Berufskrankheit sein. Irgendwann versuchst du auch im echten Leben Diamanten Obsidian abzubauen irgendwo. Voll ausgewachsene Getreidepflanzen. Ja, das andere wäre auch sowieso ein bisschen sinnfrei. Profi-Bergarbeiter. Boah. Ah, sag ich doch, 10.000 schon. Heißt also, die nächste Stufe ist dann definitiv 100.000. Du Kupfer. Wollige Augen. Naja. Oha. Fertigen Sie Steinziegel. Die immer mit ihren Ziegeln, Alter. Ziegel den Scheiß aus. Unterirdischer Pilzbauer. 333. Rosen sind rot, Veilchen sind blau. Fertigen Sie Farbstoff. Stimmt, rote Farbstoff kriegt man glaube ich nur aus. Ach nee, Quatsch, nee, gibt's auch noch diese anderen Blumen, die roten Farbstoff liefern. Hier, dieses kleine Blütenzeug da. Kann man jetzt gucken. Hä, gibt's echt nur Rosen? Da war doch auch noch. Achso, nee, ich bin gar nicht. Eine von den Farben, da gab es mehrere Pflanzen. Achso, wir brauchen ja drei. Das hier brauchen wir. Da war doch auch noch so eine rote Pflanze. Oder war das? Ist auch egal. Ist auch egal. So. Was gibt's denn noch? So, wow. Wow, Rosen sind rot, Löwenzahn ist gelb, Kranich ist blau. Getreidemagnet. Was geht da noch? Arbeiter. Hä? Moment, was gibt es da keine Viererstufe für Gestein? Gibt es da keine vierte Stufe oder ist das denn hier eine von diesen geheimen Auszeichnungen? Das kann natürlich durchaus sein. Interesting. Na gut, okay. Ja, das auf jeden Fall zu den Awards. Dann machen wir jetzt mal das, was wir eigentlich machen wollten. Heißt also Monsterjagd. Wieso habe ich hier mein Replacement-Tool noch drin? Braucht keiner. So.
Wir brauchen eine Höhle. Jetzt ist allerdings die Sache, wir haben ja eigentlich schon eine Höhle. Und da war ja auch noch so ein Abzweig. Dem Abzweig können wir einfach mal Folge leisten. Hey, bin ich hier falsch? Ja, ich bin falsch. Ich muss noch hier hinter. Da ist unsere Höhle. Da. Ja, ach du Scheiße. Wieso klang das gerade nach Eisen? Ich bin noch gar nicht auf Eisen raufgefallen. Hä? Warum ist hier? Lol, da hat einfach mal irgendjemand mein gesamtes Stein mit Sand ausgetauscht. Was ist denn hier passiert? War ich das? Hab ich irgendwann mal irgendwas? What the fuck is going on? Warum ist hier Sand? Warum ist hier alles anders? Warum ist hier... Was ist denn hier passiert? Also jetzt riecht aber gerade ein bisschen was wie Albträume. Hä? Eben ist überall Sand. Das war doch aber früher nicht so. Kann sein, dass hier irgendwie mal der Map-Gen ein bisschen Kacke gebaut hat? Sehr suspekt, okay. Ich lasse einfach mal so einen Raum stehen. Dann war das ja also auch doch kein wütender Spieler, sondern dann ist das ja auch Result von dem Map-Gen-Unfall oder was auch immer das jetzt hier gerade war. Weil das sieht nicht aus, als wenn das hier eine Person gemacht hätte. Das sieht eher so aus, wie als wenn der Map-Gen, weil wie gesagt, der Map-Gen hat ja verschiedene Stufen. Heißt also, erstmal wird die Landschaft generiert, dann wird die Landschaft halt mittels Skripten und so angepasst, halt also die Biome und so verwaltet. Und dann gibt es auch noch solche Nachbesserungen, das heißt also, dass zum Beispiel Höhlen dann erstellt werden. Und das Problem ist bei diesen Höhlen, die werden halt auch erstellt in bereits vorhandenen Strukturen. Und kann natürlich sein, dass jetzt hier irgendjemand mal in einem Bio oder in einem Bereich war, wo dann eine Höhle, ein Tunnel gebaut wurde, der bis hier reicht, der halt aus Sand bestand. Und dieser Tunnel hat dann praktisch unser Zeug überschrieben. Zumindest sieht es hart so aus. Das hier hätten wir in den letzten Let's Play gebrauchen können. Schweine. Scheiße, wir haben keine Fackeln dabei. Und ich überlege noch stundenlang, was wir alles gebrauchen könnten. Ist doch Bullshit. Also doch Holz mitnehmen. Ach Gott. Wird reichen. Können wir jetzt auch mit dem hier. So, haben wir noch ein bisschen ja, gesunde Kost quasi. Wieso klingt das hier nach Eisen? Ist jetzt gerade los mit der Welt? Hier ist einfach mal Sand drinne, Sand klingt wie Eisen, was gibt's noch so? Pff, man weiß nicht. Irgendwann steht hier die ganze Welt auf dem Kopf. Aber was ist das? Ist das hier Eisensand oder was? Ach, ist das so? Jetzt müssen wir auch die Fackeln bauen. Ich schon wieder. Thank you. Thank you. Aha, da hinten ist schon mal heller. Heißt also, da hinten ist etwas Größeres im Gange. Ich bezweifle zwar, dass dieses Größere Lava ist, aber...
packe keine Fackel direkt auf Eisen. Sowas macht man nicht. Schau, auf jeden Fall werden wir dann bei dem Rückweg das ganze Eisen abbauen. Das könnt ihr auch schon mal wissen, ne? Also, hä, hier endet schon? Das war's? Okay, hier geht's nochmal hoch. Ach, jetzt kommt nochmal rauf hier. God damn it. Ah, ne, hier geht's wieder hoch. Hier geht's wieder runter. Ach, ist ja ein Auf und Ab hier. Achso, dachte gerade schon. Dachte gerade schon, er geht ganz weit runter. Okay. Aha. Jetzt geht's hier wieder hoch. Kannst du einfach mal nur runtergehen, schön tief, damit ich auf Lava-Niveau komme? Ist doch Bullshit. Und schon sind die Fackeln alle. Und wir haben uns noch kein bisschen nach unten bewegt, wahrscheinlich. Ah, na geht doch, endlich mal geht's hier. Bisschen steiler bergab. Hoffentlich komme ich auch wieder raus. Es wäre halt schon arschgeil, wenn wir hier mal auf... Digga, wie viel Eisen? Ah ja. Da leuchtet was. Oh, ich sollte hier vielleicht mal Licht anmachen. Und nicht einfach mit dem hellen Licht folgen. Bitte lass das Eisen sein. Danke. Ich will sterben. Also da schon mal nicht lang gehen, sonst rennen wir im Kreis, das ist immer gefährlich. Wo geht's hier noch weiter? Dachte gerade schon, ich bin dann runtergefallen. Oh Gott, Wasser. Habe ich was zum Füllen dabei? Nein, nichts. Dann baue ich mal kurz etwas ab. Ich würde nämlich ungern jetzt hier die restliche Zeit im Wasser stehen. Hä? Oh, scheint ein bisschen mehr zu sein, was da runterläuft. Jetzt bin ich aber gespannt. Mal, ist mehr über uns oder was? Ah, scheint so. Okay. Gut, hat also die Sachen kriege ich ja nicht abgebaut. Schade eigentlich. Aber was ich mal machen könnte, ist das Wasser hier einsperren. So. Okay. So geht's auch. Zum Glück. Okay. Weiter Text. Wir waren da. Muss ich einfach warten, bis das ganze Wasser hier weggeflossen ist. Das gibt's doch gar nicht. Wie kann man mich nur so sehr bestrafen wollen? Boah, Alter. Das leckt mich hart. Gut, du kommst mal weg da. Hä, war es das schon wieder oder was? Ich fühle mich verraten. Geht's hier weiter? Ja doch, geht's weiter. Noch nicht. Boah, die sind ständig auf und ab. Oh ne, ist Feierabend. Ach Mann, ey, ist ja Bullshit. Okay, das war's dann schon mit dem Lava-Niveau.
Wir sollen da eben ein paar Golddinger abbauen, ne? Kann ich ja gleich mal hier ein bisschen. Die Gunst der Stunde nutzen und hier gleich mal ein paar Awards abstauben. Kam doch gerade ein Monster her, kein Monster. Okay. Hello, Motherfucker. Oh, ein paar Fackeln. Kann die schaden. So, aber hier ist noch der Mann. Ah, ein bisschen Kupfer. Kupfer kann die schaden. Hä, ich hab den Fackel vergessen. Der klopft das nicht. Ach Gott. Jetzt komm. Es ist so dunkel, ich sehe nichts mehr. Scheiße. Fuck the police. Jetzt geht es sogar schon auf Lichtsteuer. Keine Ahnung mehr, wie unsere Kohlevorräte aussehen, von daher nehme ich auch mal Kohle mit. Ich denke mal so gut, also so schlecht, dass wir keine Kohle, ach du Kacke. So schlecht, dass wir gar keine Kohle brauchen, kann es nicht sein. Einfach mal die Schnauze halten. Digga, der hat uns bereits halbes Leben abgezogen. Ey, unsere Rüstung kann ja wirklich gar nichts. Ach du Kacke. Und zwar, wir haben keine Heilung. Also zumindest. Durch die Rüstung. Wir müssen also definitiv immer darauf achten, dass wir immer genug Essen dabei haben. Dass wir uns denn darüber heilen können. Ist jetzt noch was? Ja, da ist sogar noch was viel. Gut, haben wir wenigstens ein bisschen Eisen. Hat die Sache wieder etwas Gutes gebracht. Ach Gott. Tja, ich dachte, wir finden jetzt direkt hier einfach so eiskalt auf Anhieb direkt eine Lavahöhle, wenn wir tief genug gehen, aber... Ach du Scheiße, warum ein Dungeon Master? Oh mein Gott. Wir sind gefickt. Wenn er uns angreift, er guckt uns an. Und er greift uns an. Ach du Kacke. Bitte stirb halt einfach. Er ist gestorben. Ha! Diamanten. Wir haben einen Diamant bekommen. Oh Gott, alter Dungeon Master. Der muss noch gefehlt. Oder also haben wir noch gefehlt. Wo war jetzt hier irgendwo Eisen? Nee, ne? Hier war Eisen. Unserer Riss, oh Gott, als so noch Mesomonster ist, die definitiv zu dunkel drin. Naja, haben wir wenigstens andere Monster, wenn auch nicht die Monster, die ich eigentlich gehofft hatte, dass sie kommen. Was? Was ist denn für einer? Hä? Alter, mach mal nicht an. Ah, zum, die Magier. Oh, Obsidian. Und Eisen. Alter, glaube ich gerade hier voll Schiss, weil jetzt hier so viele Monster kommen. Hau doch schnell die ganze Fackel ab und dann verschwinde ich hier wieder. Tschüss. Aus. Eisen. Klar, und ihr baut erst die ganze Fackel ab, damit es noch dunkler wird und baut dann Eisen ab. Dein Intelligenzquotient ist ja echt unter einer Mülltonne. Da. Feiern. Aus.
Ende. Tja, aber Zinn gibt es irgendwie keinen. Weil Kupfer alleine bringt uns ja nichts. Wir bräuchten dafür auch schon Zinn. Jetzt weiß ich nicht, ob wir Zinn noch zu Hause haben. Oh mein Gott, unsere erste Spitzhacke ist weg. Tja, eigentlich war die Spitzhacke ja für was anderes gedacht, ne? Ah, da oben ist Zinn. Ja, da ist Zinn. Na gut, dann können wir uns ja bald mal eine richtige Rüstung bauen. Aber zumindest für den Fall, dass wir doch mal auf Monsterjagd gehen sollten. Denn, also, wenn wir es ja nochmal versuchen, haben wir dann wenigstens richtiges Equipment dafür. Im Sinne von, wir haben denn Kupfer und, also Bronze. Ups. Und Eisen. Wobei, wie gesagt, das Eisen würde ich eher nur ungern nutzen, aber wir finden hier auch gerade eine ganze Menge Kupfer, von daher vielleicht reicht das ja schon aus. Hier haben wir schon mal alles raus. Dann geht es weiter hoch. Wow, ich habe natürlich wieder eine volle Treppe abgebaut. War ja voll klar. Honig, ich liebe dich, nicht und deine Dummheit. Ja, achso. Berganfänger! Wow! Yay! Komm, wir brauchen noch mehr Zinn. Wir brauchen mindestens ein Achtel so viel Zinn, wie wir Kupfer haben. Und Kupfer haben wir mittlerweile eine ganze Menge. Ja, wir haben 30 Kupfer. Das heißt, wir brauchen noch zweimal Zinn. Mindestens. So. Jetzt können wir uns auch eine Rüstung aus Bronze bauen. Also angenommen, ich finde es noch zweimal Zinn. Klar. Und dann haben wir quasi die vorhandene Rüstung völlig umsonst gebaut. So, was bist du für ein Viech? Achso, noch hat. Ich dachte schon, erst zu nehmen der Gegner. Okay, hier ist gar nichts mehr. Fuck, wir brauchen noch zweimal Zinn. Ah, Zinn. Alles gut. Okay. Okay, ich bin glücklich. Da können wir jetzt nach Hause gehen. Ach, ist ja. Ich dachte, hier war bereits Ende. Aber geht's auch noch weiter. Jetzt vergesse ich gerade die ganzen Fackeln abzubauen. Warum das? Das denn? Na gut, okay, machen wir es anders. Ich baue erstmal die ganzen Mineralien ab, gehe dann nochmal zurück und baue dann die ganzen Fackeln ab. Dann haben wir wenigstens auch nicht das Problem, dass einer der dunkel ist und dann von da schon Monster kommen. Also jetzt finden wir hier echt eine ganze Menge. Wenn auch nur... Ach du Kacke, Eisen. Na gut, ich glaube mal, wie gesagt,
Diamanten finden wir hier sowieso noch nicht, wegen weil wir sind dafür auf ein ganz falsches Niveau. Für Diamanten müssen wir definitiv noch tiefer graben. Von daher. So. Aha, siehst du, da haben wir nochmal Kupfer. Jetzt haben wir genau 32 Kupfer und das reicht genau für eine Rüstung. Gut, dann gehen wir jetzt nochmal wieder 6. Da gehen wir jetzt nochmal zurück und bauen jetzt den ersten Fackeln ab. Och komm, Alter. Was für eine Runde runter. Aber schon, vielleicht finden wir später nochmal eine Höhle, die dann wirklich sauber runter geht die ganze Zeit. Okay. Dragon Mania hatte ein Timeout. Oh, siehst du mal, ich bin meine Spitzhacke auch gleich tot. Und kaputt. Also den kriege ich schon nicht mehr abgebaut. Schade eigentlich. Na gut, okay. Spitzhacke sind alle tot. Dann war das jetzt das endgültige Beweis dafür, dass ich aufhören sollte. Im Sinne von, ich kann eh nicht weitermachen ohne Spitzhacken. Und ja, ich könnte jetzt einen aus Stein bauen, aber nein, tue ich nicht. Tja, dann bleibt uns natürlich noch als Alternative übrig, dass wir die Höhle verwenden können, die ich schon angesprochen hatte, die anderen Spieler da angebunden haben. Ne, ach, da geht's weiter. Weil, wie gesagt, die geht runter auf eine Höhe von minus 1700, also da sind wir definitiv auf Magma-Niveau. Nur halt, wie gesagt, das ist halt eine große Höhle. Mit dem entsprechenden Monsterbesuch. Also da brauchen wir dann definitiv eine etwas bessere Rüstung und wir haben ja jetzt Bronze, das sollte dann ausreichen, von daher können wir das dann tatsächlich anstreben als Alternative. Ach, mein Schadengeräusch ist der so wie Eisen, so klingt wie Eisen. Ich glaube mal, mein Schadengeräusch hat einen Schaden. Hier ist auch noch überall Eisen. Oh Gott. Und Kupfer. Tja, ich glaube mal, hey. Oh, ach ja, wir müssen ja hier hoch. Kommen wir hier hoch? Ja? Nein. Also, wir haben da. Easy. Geile Motto. So, dann haben wir schon mal wieder hier unser ganzes Eisen und so, also aufgeforstet ein bisschen. Können wir eigentlich gleich hier Kisten einrichten. Weil das Gebäude wollen wir sowieso Stück für Stück aufgeben. Von daher. Wieder ein bisschen Ernte einholen. Easy. Die beiden kuscheln da miteinander. Okay. Ja, das kommt raus alles. 83 Eisenklumpen. Halleluja. Ach, wir hatten schon auf Weise Kupfer. Fuck.
Ja, gut, ne? Ich sag mal so, kann ja mal passieren. Haben wir Kohle? Nein. Wir haben hier keine Kohle? Digga, was geht? Wir haben bis 100 Kohle? Das ist ja ein Witz. Also das ist aber wirklich echt ein bisschen traurig. Ich dachte, wir rocken hier gleich so die Achterbahn, die Autobahn. So, wir brauchen hier genau 40. So. Und hier brauchen wir dann auch eine durch. Nee, das war falsch. So. Okay. Jetzt haben wir da genau 80 drin. Brauchen wir also genau 10. Ach Quatsch, ist ja hier sowieso anders. Ist ja gar nicht mein Turn. Komm, dann mach was willst. Arschloch. So, wir brauchen aber hier genau 40, weil wir haben nur 5 von den Dingern. Da macht es also Sinn. Wir haben einen Diamanten, Digga. Einen Diamanten. Wow. Ist da wirklich eigentlich so schon Diamanten? Nee, ne? Diamanten haben wir, soweit ich weiß, nicht. Aber wir haben auch einen Mieskristall. Dann könnten wir uns ja auch eine Mesehacke bauen. Wir könnten uns sogar gleich 2 Stück bauen, weil ich habe auch noch so 2 Mese-Dinger. Und zwar die hier. Ja, können wir noch mal einen Kristall bauen. Und dann können wir uns daraus 2 Spitzhacken bauen. Digga, was geht? Passt doch. Easy. No problemo. Kommen wir damit auch schon ein bisschen schneller vorbei. Oh, danke. Bitte. Was soll man hier gerade schreiben? Keine Ahnung. Achso, ja, hier. Genau, da. Jetzt bist du. Oh, geht. So. Nee, komm, das wäre eine zu große Verschwendung. Ist das für dich? Hat mich jetzt genau gereicht. Dann mache ich das lieber so hier. Bam. Okay. So, jetzt können wir uns hier schon mal Bronze bauen. Das heißt, das bitte als Kreis und du mittendrin. Und jetzt einmal 45 Bronze, Alter. Boom, Headshot, ey. Killing Screen, running wild, spectacular. Ich bin fucking Batman. Ich bin ein Batman. Okay. So, dann jetzt nochmal das gleiche Spielchen wie vorhin. La la la. 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 Und jetzt la la und einmal la 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 la. Ready. Gut. Das sollte es jetzt erstmal gewesen sein. Dann würde ich mal sagen, verabschiede ich mich erstmal zur nächsten Folge denn. Dann irgendwann mal. Ich warte aber noch mal, bis das jetzt fertig ist. Kleide mich so lange schon mal ein. Ja, das hier war jetzt für die Katz. Schade eigentlich, aber gut. Hä? Da. So, jetzt haben wir einen neuen Look. Sieht doch viel geiler aus. Spaß. Ne, was wir vielleicht noch brauchen könnten, wäre ein Kleiderständer. Was macht hier ein Schwein drinne? So eine Schweinerei. Okay, also was war das jetzt nochmal? Wir brauchen 4x Eisen und 2 von den Dinger. Von den Dinger dürften wir noch welche haben. Passt genau. Ja, und 4x Eisen haben wir ja auch. 1, 2, 3, 4. Hiervon brauchen wir auch nur einen. Ganz auch wieder zurück. Genau. Okay. In die Fertigungsdings einmal und jetzt
Tada! So. Und das Ding kommt jetzt quasi als Ausstellungsstück einmal hier in die Ecke. Oder nee, mach mal hier hinten hin. So. Und da kommt jetzt das Ding ran. Ach, schau mal an. Da kann man gar nicht ein Schild mit anhängen. Ist ja scheiße. Na gut, wenigstens haben wir jetzt das Ding da. Da kommst du halt doch da wieder rein. Ist mir jetzt auch egal. Du auch. Du auch, du auch. Du auch. Du auch. Ah, nee, halt, du bist ein Block. Du bist noch da. Über die. Gut, dann in dem Sinne, ciao mit V.